Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ein neuer Tag, ein neues Messer für euch und ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen. Heute geht es wieder um ein neues Concept Knives. Wie das aussieht und was ich dazu sage, werdet ihr definitiv heute in diesem Video erfahren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und los geht's! Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja nun, dass mich vor kurzem ein Paket von Concept Knives erreicht hat und da war nicht nur das Nesca drin, sondern auch das AGI. Und dieses Messer, ja meine Lieben, ihr merkt schon, das hat mich sowas von sprachlos gemacht, wie seit langem kein anderes. Ich bin absolut überwältigt gewesen und ich bin natürlich gleich auch gespannt auf eure Meinung und wie ihr das so findet und ob euch das bekannt war, denn das ist eines jetzt schon in dieser kurzen Zeit meiner absoluten Favorites. Und dieses AGI ist so leicht, so geil optisch und sexy zugleich und oh, das ist so ein Gesamtpaket, was dieses Messer für mich einfach perfekt macht. Auch das gibt es in vielen verschiedenen Varianten, also schaut da einfach auch mal auf den Link unten in der Infobox, dann könnt ihr da mal stöbern, auch für alle Farbfreudigen ist was dabei, aber ich habe mich ganz bewusst für diese Variante entschieden und ja, auch hier noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an das liebe Team von Concept Knives, die mir das hier zugeschickt haben, ja, und mir ein neues Lieblingsmesser beschert haben. Und ich hoffe, dass ihr gleich auch so denken werdet, euch das gefällt und oh, Leute, ich bin so in love einfach. Ich zeige euch jetzt das Concept AGI. Tada! Das ist es, meine Lieben! Es ist so wunderschön. Die Materialien, ne? Also, ich kann es ja jetzt noch nicht verraten. Erstmal so der erste Eindruck. Schaut euch mal bitte dieses mega, mega wunderschöne Knife an. Das ist so ein Gesamtpaket für mich. Einfach an dieser Stelle schon drei mega Materialien, die hier zusammengepackt worden sind und das somit zu einem meiner absoluten Lieblingsschätzchen in meiner Sammlung machen. Und das überwältigt mich. Also bis jetzt immer noch bin ich so sprachlos einfach, was dieses Messer mit mir angestellt hat. Ja. Und ihr könnt das Messer natürlich wieder mit einem Flipper öffnen. Tada! Super, super schnell. Ihr seht hier schon ein sehr, sehr schönes Material. Die Klinge, könnt ihr es erkennen? Ja, auch nochmal so ein i-Tüpfelchen. Und hier, seid mal gespannt, aus was das hier besteht. Ich würde daher sagen, wir warten gar nicht länger. Es geht direkt los mit den ganzen Einzelheiten, damit ihr auch wisst, wie groß bzw. wie klein und wie leicht das Messer ist. Und natürlich auch, aus welchen Materialien das besteht. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Anfangen tun wir mit den Maßen. Also das Messer hat eine Gesamtlänge von ca. 16,9 cm. Wir haben hier eine Klingenlänge von 7,4 cm und eine Klingenstärke von 3 mm. Und das Gewicht des Messers beläuft sich auf ca. 59 Gramm. Und weiter geht's jetzt hier mit den Materialien und bei dem AGI wurde ein Damaststahl für die Klinge verwendet und wir haben hier einmal Twill-Kohlefaser verbaut und auf der anderen Seite Titan mit einem schwarzen Stonewashed Finish. Und nun schauen wir uns natürlich die ganzen Details an, auf die es bei diesem Messer ankommt. Also im Vordergrund steht wirklich die Leichtigkeit. Ihr habt hier ein Messer, was nicht mal 60 Gramm wiegt. Dann diese wunderschöne Damastklinge. Schaut euch das mal bitte an.
beidseitig, einfach so, so schön, ein wunderschönes Design. Die Designer sind hier oberhalb auch einmal vermerkt. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr einfach mal das Messer anklickt. Und hier steht dann einmal noch die Modellbezeichnung AGI und auf der anderen Seite die Modellnummer und das Concept-Logo. Oberhalb haben wir hier kein Jimping, aber einen wunderschönen abgerundeten Messerrücken und die Verarbeitung ist wirklich 1A. Ihr seht hier auch, dass zusätzlich auf irgendeine Platine oder so verzichtet worden ist. Also wir haben hier rein nur das Kohlefaser- und Titanmaterial und nichts mehr dazwischen. Und das macht sich optisch wirklich super. Schaut mal bitte, wie sich das jetzt macht in der Sonne. Wahnsinn, oder? Also die Oberfläche ist ganz glatt, aber die Optik hier mega schön umgesetzt, auch wie das geschliffen ist, ganz, ganz toll. Dann haben wir hier Schräubchen, die auch wunderbar abgesetzt sind in diesem Titanschwarz, genauso wie auf dieser Seite. Guckt euch das mal bitte an. Also dieses Stonewashed Finish liebe ich sowieso schon allein, wie sich das anfühlt, egal ob es jetzt schwarz ist oder andersfarbig. Ich lieb's einfach. Und ja, dann haben wir hier natürlich ein Frame Lock. Schaut mal, didit. Und ihr könnt das Messer dann so schließen. Die Klinge liegt mittig auf, wie ihr seht. Und im Ganzen ist das Messer wirklich klein, 1A verarbeitet. Wir haben hier so ein mega Kugellager. Und guck mal bitte. Ihr könntet den Gürtelclip natürlich demontieren. Ich würde es nicht machen. Ich finde es wirklich sehr stimmig und farblich gesehen ist das wirklich absolut erste Sahne. So, da bin ich wieder und ihr seid jetzt sicherlich auch sprachlos. Also diese Kombi aus den Materialien, es scheint auch noch die Sonne hier so schön auf diese Hälfte des Griffs, die aus Kohlefaser besteht. Und oh, es ist so ein Traum und so leicht und so scharf. Ich hoffe natürlich, dass es so scharf ist, aber optisch definitiv. Und ihr wollt jetzt natürlich auch wissen, wie sich dieser Damaststahl macht. Ich hole jetzt ein Blatt Papier und dann geht's ans Eingemachte. So. Meine Lieben, Paper ist hier, das Knife hier und los geht's. Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Oh, es ist so schön, es ist so scharf, es ist so scharf, du bist so scharf. Schaut mal bitte, oh, es ist so wunderschön. Mega, also ihr seht, das geht wirklich wie Butter rein und oh, es ist ein Traum, ein Traum. Also auch um die Schärfe wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, und wo wir gerade bei diesen schönen Sachen sind, geht es auch direkt weiter mit einem kleinen Knife Porn. Lehnt euch zurück und genießt ihn einfach und bis gleich. So, ich hoffe, ihr habt die Eindrücke genossen und dass euch das Messer natürlich genauso gut gefällt wie mir. Und hier nochmal zusammengefasst, dieser Damaststahl in Kombi mit Kohlefaser und mit Titan. Wie schön ist das bitte? Das ist einfach für mich ein Traum. Ich liebe es. Ich finde es so, so schön.
Und auch hier habe ich nichts an dem Messer zu bemängeln. Absolut nicht. Ich weiß, dass manche vielleicht sagen, die wie der Gürtelclip muss weg, kann man ja machen. Das hat mit dem Messer nichts zu tun. Und hier oberhalb, dass ihr vielleicht sagt, boah, das hat kein Jimping und nö. Aber habt es erstmal in der Hand, meine Lieben, denn wir haben hier einen wunderschönen abgerundeten Messerrücken. Das fühlt sich so weich und toll an. Ihr werdet keine Schmerzen haben und ihr rutscht da auch nicht weg. Also es ist so toll gemacht einfach in meiner Hand. Ganz, ganz schön. Und hier, schaut mal bitte diese Kohlefaser in der Sonne und diese wunderschöne Damastklinge, die Optik der Klinge. Da gibt's doch nichts hinzuzufügen. Vor allem hat dieses Titan ja auch noch ein Stonewashed Finish. Das fühlt man, das ist so wunderschön. Und auch bei diesem Messer hier von Concept haben wir keine Fangriemenöse, was ich liebe. Und die braucht man bei diesem Messer auch nicht. Die Größe, es ist so leicht. Wir haben nicht mal 60 Gramm und das ist wunderschön. Der Frame-Lock, wunderbar, lässt sich hier erstklassig lösen. Die Klinge liegt mittig auf, sehr, sehr schön. Und wir haben einen Flipper. Ich weiß, meine Lieben, es ist nicht 42A-konform, aber wenn ihr das Messer zu Hause habt, im Garten, whatever, es ist ein Dream. Und da würde ich ganz klar sagen, Gürtelclip dran lassen, einfach mal so in der Hosentasche. Das ist doch so schön. Es ist so schön. Aber fast schon wieder zu schön, um es zu benutzen. Und ich weiß nicht, ob ich das kann, weil es einfach so eine Perle ist. Und das hat sich so nach oben katapultiert in meiner Waffenkammer. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin wirklich hin und weg. Alle Infos auch noch zu den Designern, ganz wichtig, auch auf der Seite von Concept Knives zu finden. Da könnt ihr auch noch mal alles nachlesen, wie das Messer entstanden ist und so. Und die Klinge ist fast vollständig clean, diese Optik vom Damast. Einfach ein Traum. Und wisst ihr, was ich noch sehr, sehr schön finde? Dass hier dieses Außenstück vom Flipper nicht so lang ist. Also es ist alles klein, kompakt und ihr könnt den super schnell öffnen. Wie cool ist das bitte? Es ist so schön. Es ist einfach wunderschön. Und wir haben hier innen liegend, seht ihr hier hoffentlich auch, keine zusätzlichen Platinen oder so, die das Messer natürlich dann noch erschweren würden. Nein, es ist einfach clean. Es ist wunderschön. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es nicht, meine Lieben, aber ich bin hin und weg. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem Concept AGI Knife sagt und zu welcher Variante ihr so, ja, ihr euch hingezogen fühlt, ob ihr sagt, ja, ich verrate schon so zu der grünen oder doch eher diese etwas schlichteres. Also schaut da unbedingt mal nach, was es da so gibt. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr in love mit dieser Variante. Ich habe mich auch dafür entschieden und bin so, so dankbar dafür und glücklich, dass ich so ein wunderschönes Knife jetzt auch wieder in meiner Waffenkammer habe und sich meine Sammlung natürlich stetig, ja, vergrößert und vergrößert. Ja, meine Lieben, das war heute alles zu dem Concept AGI. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Vorstellung gefallen hat. Wenn dem so war, hinterlasst mir bitte den Daumen nach oben und auch gerne ein Abo. Und wenn ihr das getan habt, dann aktiviert doch direkt dieses Mini-Mini-Glöckchen. Denn wenn ihr das getan habt, verpasst ihr natürlich auch kein neues Video mehr von mir. Seid immer up to date und wir sehen uns ganz bald wieder. Mit was bleibt wie immer eine Überraschung, also seid da einfach gespannt. Ich wünsche euch noch einen super mega sonnenmessermäßigen Tag und sage bis demnächst. Ciao!